Mich reizen alle Stoffe, die von einem totalitären System erzählen, in dem man als Individuum untergehen kann, wenn man sich nicht anpasst, was ich nie machen würde, was ich nicht weiß, ob ich es in den schlimmen Zeiten in Deutschland getan hätte, auch als Künstler. Heutzutage würde ich sagen, ich würde sowas nicht machen, aber man weiß ja nie. Und tatsächlich enthält dieses Schiller-Drama und auch die vertonte Version von Verdi die Möglichkeit, anhand einer scheinbar privaten Familientragödie zu sehen, wie radikal der Staat oder der Faschismus zu Ungunsten des Individuums Freiheit beraubt. Giuseppe Verdi war es immer ein großes Anliegen, freiheitliche Themen auf die Opernbühne zu bringen. Das durchzieht sein Opernwerk von Anfang an und ganz besonders in den Jahren der Revolution in Italien, wo es darum ging, dem Land, dem Volk Freiheit zu bringen, eben 1848, 1849 war ihm das ein großes Anliegen. Er wollte eigentlich statt des Opernauftrages für Neapel, aus dem dann später Luisa Miller entstanden ist, etwas ganz anderes machen, nämlich ein Freiheitsdrama, das auf einem Libretto oder beziehungsweise auf einem Roman von einem Risorgimento-Politiker basiert hat. Aber er entschied sich dann letzten Endes für Luisa Miller, eine Oper nach einem Schiller-Drama. Friedrich Schiller war schon immer einer seiner Lieblingsautoren. Er hatte bis dato schon zwei Opern nach Schillers Werken auf die Bühne gebracht. Und auch diesmal faszinierte ihn die Freiheit und der Gedanke, standesübergreifend Liebe zu propagieren, die nicht eingebunden sein soll in die gesellschaftspolitischen Zwänge und Unfreiheiten. Es geht um das Recht, lieben zu können, wen man möchte. Ganz wichtige Problematik, mindestens in zwei Dritteln der Länder dieser Welt. Ein Brieffreund in Indien hat mir erzählt, dass seine Schwester geheiratet hat und ihren Gatten auf der Hochzeit kennengelernt hat. Und hier ist es ja im Prinzip genauso, nur spielt es in Deutschland und da sollte das doch ein bisschen anders gehandhabt werden, auch in anderen Zeiten. Fast von Anfang der Ouvertüre und immer wieder durch das Stück ist die Solo-Klarinette sozusagen die Hauptpartie. Man hört es immer wieder. Es bedeutet meines Erachtens Luisa. In jeder Situation, wo es um Luisa geht, plötzlich ist diese Klarinette da. Das kenne ich in kaum ein anderes Stück, außer vielleicht Siegfrieds Horn. Dass ein Instrument wirklich für eine Rolle geschrieben ist. Ich glaube, dass Verdi ein sozusagen deutsche Klangfarbe haben wollte. Das war auch sehr wichtig bei ihm, war diese Idee von Klangfarbe. Und die Klarinette, würde ich sagen, ist eines von den Instrumenten, die man ganz besonders mit deutscher Musik
in Verbindung bringen. Wir verzichten auf die Bürgerstube und den Palast, sondern es ist doch eher ein etwas surreales Bühnenbild, was eine Multiplizität in Ansichten einer sehr schönen Frau, die Luisa Miller sein könnte, in allen Räumen, die man glaubt zu betreten mit uns an diesem Abend, dann auch noch gespiegelt in absurde Spiegelbilder, wo wie in einem kreisenden Planet man massenhafte Opfer von Kriegen sieht. Also ich lasse es mehr oder weniger spielen in einer etwas surrealen Welt, zeitlos. Es erinnert ein bisschen wahrscheinlich an die 30er Jahre des letzten Jahrhunderts in Deutschland, der dritte Akt. Und sonst ein wenig vielleicht an die Entstehungszeiten von der Oper und dem Stück, aber nur so rein assoziativ. Eigentlich ist es eine Fantasy-Bühne. Die allerwichtigste Sache, was bei Verdi so ein wichtiges Thema ist in fast jeder von seinen Opern, die Liebe zwischen Elternteil, meistens Vater und Kind, beziehungsweise die Probleme mit dieser Liebe. Also in diesem Stück hat man es gleich zweimal. Auf der einen Seite ist Miller und seine geliebte Tochter Luisa und auf der anderen Seite ist Walter und sein eigentlich geliebten Sohn, Rodolfo.